Uhu, hallo, hier bin ich wieder. Jo, mal schauen, ob das jetzt richtig eingestellt ist. Ich möchte sagen, okay, sieht so aus. Also, der Kolosserbrief, der war ja nun beendet gewesen. Nur ich habe jetzt gesehen beim letzten Mal, da war das ein ganz kurzes Kapitel, das letzte Kapitel war ganz kurz. Da ging das Ganze dann vielleicht so ungefähr 12 Minuten. Da habe ich mir auch gedacht, nee, also so möchte ich das nicht mehr machen. Ich mache das jetzt in Zukunft, wenn ich merke, dass das ein kurzes Kapitel ist und vielleicht nach 12 Minuten zu Ende ist, dann mache ich vielleicht noch ein zweites und vielleicht noch ein drittes Kapitel dazu, dass wir versuchen, wenigstens eine Stunde damit zu schaffen. Okay, also, aber jetzt, ich habe mir jetzt überlegt, dass wir gleich den Korintherbrief hernehmen. Und der erste Kapitel, der ist schon so viel. Schauen wir mal, vielleicht schaffen wir dann noch das kleine zweite Kapitel noch dazu. Aber ich würde euch bitten, dass ihr auch eine Bibel zur Hand nehmt und auch somit dann Stück für Stück durchgeht. Wobei das manchmal schwierig ist, weil ja doch immer wieder so Gedanken aufkommen, nicht die dann mit euch teilen möchte. Also schaut euch das mit an, schaut auch mit rein in die Bibel, und lasst euch mit inspirieren durch das Wort Gottes. Vater im Himmel, erbarme dich jetzt über uns, segne uns, sei du mit uns, Herr, lass dein Wort in uns Frucht bringen, Herr. Herr Jesus, segne uns, Herr, vergib uns, Herr, wo wir gefehlt haben, und sei uns gnädig. Amen. Also, der erste Kapitel vom ersten Korintherbrief, ab Vers 1. Wie mein jüdisches Neues Testament von David der Stern. Okay, von Shaul, nach Gottes Willen berufen, ein Gesandter des Messias Jeschua zu sein, und von Bruder Justinus. An Gottes messianische Gemeinschaft in Korinth, bestehend aus denen, die ausgesondert sind durch Jeschua, dem Messias, und berufen zu Gottes heiligem Volk, gemeinsam mit allen Menschen an allen Orten, die den Namen unseres Herrn Jeschua, des Messias, anrufen, der ihr Herr ist, ebenso wie der unsere. Das ist schon gewaltig. Wisst ihr, was mir da sofort in den Sinn kommt? Dieser Brief, der ist sehr wohl an die Korinther geschrieben, aber gleichzeitig auch an uns und an jede einzelnen christlichen Gemeinde, überall auf der ganzen Welt. Denn hier steht tatsächlich drin, an Gottes messianische Gemeinschaft in Korinth, bestehend aus denen, die ausgesondert sind durch Jeschua, den Messias, und berufen zu Gottes heiligem Volk, gemeinsam mit allen Menschen an allen Orten, die den Namen unseres Herrn Jeschua, des Messias, anrufen. Wow. Ja, das gilt uns auch. Das muss man immer wieder mal dazu sagen. Und das ist auch ganz wichtig so. Weil immer wieder kommen so Sprüche von Leuten, die das nicht so ganz ernst nehmen, die sagen dann meistens, ja, das kannst du doch nicht in die heutige Zeit betrachten, das war damals gültig für die Gemeinde. Und so, nein, das ist auch für uns ist das gültig. Ich erinnere an das eine wunderbare Lied, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts um tausend Welten, als allein dein Wort zu tun. Ja. Gnade euch und Shalom von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jeschua, dem Messias. Gnade euch. Gnade dir, der du gerade zuschaust. Ja, Gnade dir. Gnade und Shalom, Frieden. Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jeschua, dem Messias, dem Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit für euch, wegen der Liebe und Güte Gottes, die euch durch den Messias Jeschua
geschenkt ist, in der ihr durch ihn reich geworden seid, auf so vielerlei Art, vor allem in der Macht der Rede und in der Tiefe der Erkenntnis. In der Macht der Wunder? Könnte man meinen, wenn man auch heute viele Gemeinschaften anschaut, und ich sicherlich hat auch vieles seinen Platz, aber in erster Linie vor allem auch in der Macht der Rede und in der Erkenntnis. Die Erkenntnis ist so wichtig. So wichtig. Wer hat uns gerettet? Sind wir denn errettet? Und durch wen? Und wer ist der wahre Gott? Sagt doch der Herr selbst, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein der wahre Gott bist und den du geschickt hast, deinen Sohn Jesus Christus, erkennen. Das ist bereits das ewige Leben. Ja, und als damals Petrus gefragt worden ist, als die ganzen Leute gegangen sind, und da sagt dann der Herr, ja, wer glaubst du, dass ich bin? Sagte, du bist der Messias, der Heilige Gottes, der in die Welt kommen soll. Und da sagt er, selig bist du, Simon Petrus, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das gesagt, sondern meinen Vater im Himmel hat dir das offenbart. Diese Offenbarung ist so wichtig. Wir brauchen die Offenbarung Gottes in unseren Herzen, in unserem Sein. Die Offenbarung, dass Jesus der Messias ist, brauchst du, der du zuschaust. Jesus ist der Messias, die Offenbarung. Ich danke meinem Gott allezeit für euch, wegen der Liebe und Güte Gottes, die euch durch den Messias Jeschua geschenkt ist, in der ihr durch ihn reich geworden seid, auf so vielerlei Art, vor allem in der Macht der Rede und in der Tiefe der Erkenntnis. Wahrhaftig, das Zeugnis vom Messias ist fest in euch verankert, so dass ihr an keiner Geistesgabe Mangel leidet und sehnsüchtig auf die Offenbarung unseres Herrn Jeschua des Messias wartet. Das Buch ist ja nun schon über 2000 Jahre alt. Wie schaut es mit uns aus? Warten wir sehnsüchtig auf die Erscheinung des Messias? Ich denke, da können wir nur immer wieder zum Herrn hinkommen und sagen, Herr, erfülle uns mit deinem Geist. Erfülle uns mit deinem Geist, dass wir nicht menschliche Wege, die wir oft hier gehen, für wichtiger erachten, als letzten Endes auf den Herrn zu warten. Und das Zeugnis des Messias, das Zeugnis, seine Offenbarung muss in uns sein. Das ist ganz wichtig. Das Zeugnis ist fest in euch verankert, sodass ihr an keiner Geistesgabe Mangel leidet. Ja, auch die Gnadengaben sind absolut wichtig und haben ihren Platz. Und die brauchen wir auch. Die brauchen wir zur gegenseitigen Stärkung. Die brauchen wir auch, dass Menschen sehen können, ja, dass wir zum Herrn gehören. Die brauchen wir auch, dass die Gemeinde des Herrn immer weiter aufgebaut wird. Er wird euch Kraft geben, bis zum Ende auszuhalten und so untadelig dazustehen am Tage unseres Herrn Jeschua des Messias. Gott ist vertrauenswürdig. Ja, Gott ist vertrauenswürdig. Er war es, der uns in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jeschua, dem Messias, unserem Herrn, berufen hat. Oh, ihr Lieben, Gott ist wahrhaftig vertrauenswürdig. Er hat uns berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes, des Messias. Hat doch Jesus gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn von meinem Vater gegeben. Und das ist wirklich wahr. Es kann niemand zum Herrn kommen, es sei denn von dem Vater gegeben. Aber er tut's. Es ist sein Wille, dass die Menschen zur Kenntnis der Wahrheit gelangen, dass sie gerettet werden. Ja. Oh, ich wünschte mir, das würden sich noch viel mehr sich retten lassen, dass sie die rettende Botschaft annehmen mögen. Dennoch, Brüder, fordere ich euch im Namen unseres Herrn Jeschua des Messias auf,
dass ihr alle einig seid in dem, was ihr sagt und euch nicht aufspalten lasst. Oh, hier muss ich kurz schon was einwenden. Ich habe auch in einer Gemeinde vor einiger Zeit erst gehört, Gott liebt die Vielfalt, besonders auch die Parteiungen. Nein, es ist nicht so. Ja, Gott hat die Welt vielfältig geschaffen. Aber wir selber sollen, wir sind ein Leib, wir sind ein Geist in Christus. Wir sind zwar von verschiedenen Seiten gekommen, aus dem härtesten Saulus kann ein liebetreuer Paulus werden. Aber dann, in Christus, sind wir eins. Sind wir ganz und gar eins. Einer trage des anderen Last, so werden wir die Gebote des Christus erfüllen. Wie ein Zahnradgetriebe, das ineinander greift, und dann dreht sich das gesamte Uhrwerk. Ja. Dennoch, Brüder, fordere ich euch im Namen unseres Herrn Jeschua, des Messias, auf, dass ihr alle einig seid in dem, was ihr sagt, und euch nicht spalten lasst in Parteien, sondern wieder eines Sinnes werdet und ein gemeinsames Ziel verfolgt. Denn einige von den Leuten der Chloe haben mich wissen lassen, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch bestehen. Ich sage das, weil euch einer von euch sagt, ich folge Saul, also dem Paulus. Ein anderer sagt, ich folge dem Apollos. Und ein weiterer, ich folge dem Käfer. Und noch ein anderer sagt, ich folge dem Messias. Ist dann der Messias etwa in Stücke zerteilt? Wurde Saul an einem Pfahl für euch hingerichtet? Wurdet ihr im Namen Paulus eingetaucht? Ich danke Gott, dass ich außer dem Crispus und Gaius keinen von euch eingetaucht habe. Ganz wichtig, ihr Leute, ihr Lieben. Schaut's. Taufe. Das ist ja das, was man jetzt so im Deutschen allgemein so sagt. Aber im Original, im Wort der Schrift, da steht tauchen. Eintauchen. Richtiges Untertauchen. Der ganze Leib, der menschliche Leib, wird in den Tod Christi hineingetaucht. Und in der Auferstehung wieder hochgeholt. Hineintauchen in den Tod und hoch. Und so geht es auch mit dem Wasser. Hinein in das Wasser, untertauchen und wieder raus. Genau. Ich danke Gott, dass ich außer Crispus und Gaius keinen von euch eingetaucht habe. Andernfalls würde vielleicht jemand sagen, dass ihr tatsächlich in meinem Namen eingetaucht wurdet. Ach ja, ich habe auch Stephanus und sein Haus eingetaucht. Auch darüber hinaus kann ich mich an nichts erinnern, dass ich jemand eingetaucht hätte. Denn der Messias hat mich nicht gesandt einzutauchen, sondern die gute Nachricht zu verkündigen. Und das, ihr Lieben, ist auch ganz wichtig. Ich kann euch nur immerfort auch bitten und auch raten, ihr Lieben, schaut's, dass er die Worte, die da stehen in der Bibel, die noch nicht richtig übersetzt sind, sondern die man so gelassen hat, dass er da auch den deutschen Text dafür herausnimmt. Was bedeutet denn das? Was heißt Evangelium? Evangelium steht ja nicht für sich alleine, sondern Evangelium übersetzt ins Deutsche heißt die gute Nachricht. Die gute Nachricht. Oder auch das Wort Apollos. Ja, Apostel heißt übersetzt Gesandte. Und das sollten wir uns immer vor Augen führen. Auch das Wort Sünde.
Sünde, was heißt denn Sünde? Es steht ja nicht im griechischen Urtext das Wort Sünde, das ist ja kein Griechisch. Sondern da steht die Übersetzung für Zielverfehlung. Das Ziel ist verfehlt. Also, denn der Messias hat mich nicht gesandt einzutauchen, sondern die gute Nachricht zu verkündigen. Und zwar ohne mich dabei auf eine Weisheit zu verlassen, die nur auf die Rhetorik beruht. Damit das Kreuz des Messias nicht seiner Macht beraubt wird. Ja, und das ist auch so eine Sache. Darüber mache ich mir auch manchmal immer wieder Gedanken. Es geht nicht darum, dass wir schön sprechen können, dass wir alles reden können oder dass wir die Menschen versuchen, menschlich zu überzeugen, zum Herrn umzukehren. Sondern wir, wisst ihr, Jesus hat das mal so gesagt, dass der Menschensohn ist wie der Ackermann, der den Samen ausstreut und manches fällt auf dem Weg, manches in den Acker hinein, manches auf dem Felsen. Und vieles von dort und bei manchen kommen die Vögel, nehmen es weg. Aber nur das, was auf dem Acker ist, das bringt viel Frucht. Ja, und der große Acker der Welt, das ist die Welt. Der Same ist das Wort Gottes. Der Ackersmann ist der Herr. Und wir, was sind wir? Nun, falls ihr es hier irgendwie jaulen hört, das ist meine kleine Miezekatze. Das ist die Lucy. Miau. Ja. Ja. Die ist total verschmust. Ja. Es ist aber gut. Ja. Ja. So, also, es ist so, wer sind wir dann? Da kommen wir dann später noch drauf, in den nachfolgenden Kapiteln. Wir sind ja Glieder an seinem Leib. Wenn der Herr derjenige ist, der den Samen in die Welt hinausstreut, die gute Nachricht, dann sind wir zum Beispiel, wir können Hände sein, wir können der Mund sein, wir sind Glieder an seinem Leib. Wir können als Werkzeug gebraucht werden für den Herrn. Und so wird das Wort hinausgestreut. Es ist aber nicht so, dass wir versuchen, die Menschen zu überzeugen, sondern die Offenbarung muss von Gott kommen. Wir müssen drum ringen im Gebet, dass der Herr die Offenbarung im Herzen des Menschen macht. Dass das Wort, welches er zuvor gehört hat, in ihm aufgeht. Dass es ihm wie Schuppen vor den Augen fällt. Und dann merkt, ja, er ist es. Genau. Denn die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit für die, die sich ja auf dem Weg ins Verderben befinden. Und das ist ein starkes Wort, ein teilweise sogar, ja, ich muss schon sagen, ein schreckliches Wort. Für die Menschen, die sich auf dem Weg ins Verderben befinden, ist die Botschaft der Kreuzigung Christi Torheit, Irrsinn, absolut Irrsinn. Wir müssen uns dessen einfach bewusst sein. Für uns Geschwister ist es wichtig, dass uns dessen bewusst ist. Wir müssen das in unseren Gesprächen mit Ungläubigen immer vor Augen halten, dass die natürlichen Menschen können nichts aus dem Geist verstehen. Für ihnen ist das Torheit, weil sie auf dem Weg des Verderbens sind. Es ist nicht unser Ziel, die Menschen zu überzeugen, dass sie zu Jesus hingehören, auch wenn wir es gerne wünschten, auch wenn wir es gerne hätten. Wir sollen uns nicht in Wortgefechte einlassen, sondern mit Liebe das Wort hinlegen und hoffen und beten, dass der Herr ihnen das aufschließt und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Ja. Genau. Denn die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit für die, die sich auf dem Weg ins Verderben befinden.
Doch für uns, die wir auf dem Weg in die Erlösung sind, liegt die Macht Gottes darin. Das ist der Grund. Wenn wir auf dem Weg der Erlösung sind, ist in dem Kreuz die Macht Gottes. Jesus ist für die einen der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und für die anderen der kostbarste aller Steine. Und so können wir uns selber fragen, was ist Jesus für uns? Ist er kostbar? Ist Jesus für dich kostbar? Würdest du alles hergeben für Jesus? Würde ich das tun? Da muss ich manchmal auch sagen, wie oft fehle ich? Wie oft würde ich das haben und dies haben und jenes haben? Und mache mir Gedanken, hast du jetzt dies zu wenig oder habe ich das zu wenig, mir fehlt das und jenes? Oder ich komme in diesen Dingen zu kurz. Aber Jesus verlangt von uns unser Herz. Sind wir bereit, dass Jesus kommt, ganz und gar zu sagen, ja, Herr, du bist das Kostbarste in meinem Leben, ich möchte nur dir gehören. Einfach nur so dahin sagen ist das eine, aber würden wir es auch tun? Was würden wir denn tun? Was würdest du tun, wenn würden wir damals gelebt haben und Jesus kommt an und sagt dich, komm und folge mir nach. Tun wir das? Ich kann nur hoffen, dass man das mit Ja beantwortet. Aber wir können uns darin auch prüfen mit dem Wort. Prüfen, ist Jesus für uns kostbar? Kostbarer als alles, was wir uns sonst nur vorstellen können. Ja. Denn die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit für die, die sich auf dem Weg ins Verderben befinden. Doch für uns, die wir auf dem Weg in die Erlösung sind, liegt die Macht Gottes darin. Wahrhaftig, die Tänach sagt, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und zu Schande machen den Verstand der Verständigen. Wahrhaftig. Das Gesetz sagt es. Die Tänach sagt, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und zu Schanden machen den Verstand der Verständigen. Und die Welt, die sich dauernd mit Friedensnobelpreise und was nicht alles überhäuft, die sich für so klug halten, aber das Offensichtliche nicht erkennen. So heißt es doch auch im Alten Testament, dass der Tor, ein Narr, sagt in seinem Herzen, es gäbe kein Gott. Wo bleiben da die Philosophen, die Toralehrer oder all die Denker von heute? Man könnte jetzt auch hier einsetzen, die Theologen. Wo bleiben die ganzen Theologen? Wo bleiben sie, die Philosophen und all die Denker von heute? Die Wissenschaftler alle. Hat denn nicht Gott die Weisheit dieser Welt recht töricht aussehen lassen? Denn Gottes Weisheit hat geboten, dass die Welt ihn nicht erkennen sollte, solange sie ihre eigene Weisheit gebrauchte. Oh je. Es ist sogar ein Gebot Gottes. Es ist eine Bestimmung des Herrn, dass die Welt ihn nicht erkennt, solange sie mit ihrer eigenen Weisheit daherkommen. Ja. Deshalb hat Gott beschlossen, mittels der Torheit dessen, was wir verkündigen, diejenigen zu retten, die zum Vertrauen darauf finden. Das, was vor der Welt die Torheit ist, was wir verkündigen,
Aber die Menschen mit einem kindlichen Gemüt, deswegen hat Jesus gesagt, lasst die Kindlein zu mir kommen, ihnen gehört das Himmelreich. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so kommt ihr nicht hinein, hat Jesus gesagt. Ihr müsst werden wie die Kinder. Das ist genau der Grund hier. So heißt es dann hier. Ja. Das ist das. Denn Gottes Weisheit hat geboten, dass die Welt ihn nicht erkennen sollte, solange sie ihre eigene Weisheit gebrauchte. Deshalb hat Gott beschlossen, mildste Torheit dessen, was wir verkündigen, diejenigen zu retten, die zum Vertrauen darauf finden. Eben deshalb, weil die Juden nach Zeichen fragen und die Heiden, die Griechen, die Heiden nach Weisheit streben. Verkündigen wir einen Messias, einen Erlöser. Wir verkündigen den Christus, ja, der als ein Verbrecher an das Kreuz hingerichtet wurde. Den Juden ist dies ein Hindernis, ein Ärgernis, was sie wütend macht. Und den Heiden ist es eine Torheit, ein Witz, ein Irrsinn. Ja. Denen aber, die berufen sind, Juden und auch Heiden, ist eben dieser Messias Gottes Macht und Gottes Weisheit. Denn Gottes Torheit ist weiser als die Weisheit der Menschen. Oh, ihr Lieben, das ist so wichtig. Vor jeder Evangelisation sollte man sich das durchlesen und genau bedenken, dass wir nicht mit menschlichen Mitteln, nicht mit menschlicher Weisheit versuchen, die Menschen zu überzeugen, sondern dass wir das Kreuz Christi bekannt machen, dass wir es verherrlichen, dass wir es offenbaren, dass wir die Menschen und dann auch drum beten, dass die Menschen wirklich zum Kreuz eilen und wirklich drum ringen im Gebet, dass der Herr sie segnet, alle, die zuhören. Das ist so wichtig. Ja. Und auch Gottes Schwachheit ist stärker als die Stärke der Menschen. Seht euch doch selbst an, Brüder. Seht die an, die Gott berufen hat. Nicht viele von euch sind weise nach dem Maßstab der Welt. Nicht viele haben Macht oder rühmen sich vornehmer Herkunft. Ja. Schaut euch doch mal um in euren Gemeinden. Schaut euch doch mal um. Wie sieht's denn aus? Sind wir nicht all jene zusammengehäuft, die wir eigentlich Verlierer in der Welt waren? Und nur wenige von uns sind tatsächlich Manager oder sonst irgendwie hochgearbeitete Leute. Nur ganz wenige. Die meisten. Und es gibt nicht wenige sogar, die körperlich sehr stark behindert auch sind. Ich auch. Aber Gott hat die erwählt, die wirklich, die vor der Welt nichts sind. Dazu komme ich ja hier jetzt auch. Seht euch doch selbst an, Brüder. Seht die an, die Gott berufen hat. Nicht viele von euch sind weise nach dem Maßstab der Welt. Nicht viele haben Macht oder rühmen sich vornehmer Herkunft. Gott aber hat erwählt, was die Welt für Torheit erachtet, um die Weisen zu beschämen. Gott hat erwählt, was die Welt für schwach erachtet. Und ich kann euch nur sagen, also so wie es in meiner Kindheit gewesen ist, ja, ich wurde auch täglich verprügelt, also das muss ich schon sagen. Alles vergeben, vergessen, klar. Aber ich gehörte auch dazu. Mein Leben als Kind war quasi Hölle auf Erden, könnte man so sagen. Ich habe dann teilweise, mein Körper hat sich dann so geäußert, dass ich dann auch richtig, ja, krank wurde, immer wieder krank wurde, dass ich mich gar nicht mehr traute, in die Schule zu kommen. Also das ist schon eine schwierige Zeit gewesen. Aber wenn ich heute mir das so anschaue, dann sehe ich auch darin, dass auch da der Herr
auf mich geschaut hat. Nicht, dass man es irgendwie verdient hätte, nein, sondern Gott hat die, die unten sind, die zerstört sind, die von der Welt als fürchterlich, als verachtet, als verzweifelt, ja, die gebrochenen Herzen sind, die hat Gott erwählt. Gott aber hat erwählt, was die Welt für Torheit erachtet, um die Weisen zu beschämen. Gott hat erwählt, was die Welt für schwach erachtet, um die Starken zu beschämen. Und Gott hat erwählt, worauf die Welt als gewöhnlich herabzieht, worauf die Welt, die Menschen in der Welt herabzieht als gewöhnlich oder was sie für niedrig hält, um zunichte zu machen, was die Welt für bedeutend erachtet. Damit niemand sich vor Gott rühmen kann. Es kann sich niemand wirklich rühmen vor Gott. Durch sein Werk seid ihr vereint mit dem Messias, Jeschua. Er ist für uns Weisheit von Gott geworden und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung dazu. Deshalb, wie die Tanach sagt, möge jeder, der sich rühmt, sich rühmen Adonais des Herrn. Der Herr, durch sein Werk seid ihr vereint. Wir sind vereint mit ihm, mit dem Messias Jeschua. Er ist für uns Weisheit geworden. Der Herr Jesus ist unsere Weisheit. Ja, Gerechtigkeit, unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligkeit und die Erlösung. Und wer sich rühmt, der rühme sich in dem Herrn. Einfach wunderbar. Ich sage ja, das erste Kapitel, das geht schon so stark los. Und ich denke, das zweite Kapitel ist jetzt nicht mehr allzu viel. Das ist nur eine kleine Seite hier in diesem Büchlein. Das nehmen wir noch mit dazu. Was mich betrifft, Brüder, als ich bei euch anlangte, habe ich euch nicht mit außerordentlicher Beredsamkeit oder Weisheit, die vormals verborgene Weisheit, verkündigt. Ja, ihr Lieben, ich hab jetzt vor kurzem erst den Film angeschaut, und zwar Paulus, Apostelgeschichte. Da sind manche Sachen drin, die gefallen mir gar nicht. Was mir auch nicht gefällt, ist, wie dort der Paulus ehemals Saulus auftritt. Da tritt er schon so auf, ja, er strebt da in der Hinsicht nach Gerechtigkeit. Aber wisst ihr, der Saulus, so wie er in der Bibel beschrieben ist, er war ein Sadist. Bevor er zum Glauben kam, er war ein Sadist. Er hatte Gefallen daran gefunden, wie Stephanus gesteinigt wurde. Und danach war er ein Verfechter, er war ein Verfolger der ersten Christen. Er hat jeden messianischen Juden, Christen, er hat verfolgt, er wollte sie steinigen. Ja, vor ihm hat man Angst gehabt. Vor ihm hat man wirklich Angst gehabt. Und was war er noch? Müde Redens. Er konnte nicht gut reden. Das steht dann auch hier öfters, immer wieder findet man das hier, dass er nicht so richtig, also er hatte keine Begabung in der Hinsicht wie in der Rhetorik. Aber er hatte einen schwachen Verstand. Er konnte alles ausführen, er hat es aufgeschrieben und alles, aber so richtig reden konnte er nicht. Das war so seine Schwachheit mit. Was mich betrifft, Brüder, als ich bei euch anlangte, habe ich euch nicht mit außerordentlicher Beredsamkeit oder Weisheit die vormals verborgene Wahrheit von Gott verkündigt. Denn ich hatte beschlossen, dass ich, solange ich bei euch bin, nichts wissen wollte, außer Jesus, dem Messias. Nun hat der ehemalige Saulus
ist zum Paulus geworden und hat dann ein brennendes Herz für den Herrn und seinen Brüdern gehabt, voller Liebe. Aber er wusste vor allem eins, nicht das, was er redet, nicht das, was er sagt, würde irgendwie was ändern können, nein, sondern die Menschen mussten Jesus erkennen, Jesus, Jeschua, der Messias, sie mussten ihn erkennen. Denn ich hatte beschlossen, dass ich, solange ich bei euch war, nichts wissen wollte, außer Jeschua, dem Messias, und auch ihn nur als einen, der als Verbrecher am Kreuz hingerichtet wurde. Ja. Wenn man sich heute um so manche Evangelisationsveranstaltungen, gerade jetzt auch wieder zu Ostern, in vielen Kirchen anschaut, dann wird den Leuten so dargelegt, dass unser Gott, er ist der Herr, er ist der starke Gott. Ja, es ist so. Aber wenn man sich anschaut, wie die Apostel haben versucht, das Evangelium an die Leute zu bringen, dann haben sie den Messias dargestellt als den Verbrecher, als einen Verbrecher, der am Kreuz hingerichtet worden ist. Für deine und für meine Schuld, für unsere Schuld ist er zum Verbrecher geworden. Gott ist Mensch geworden und für unsere Schuld am Kreuz hingerichtet worden. Er ist bestraft worden. Er ist als ein lebendiges Lamm geopfert worden auf der Schlachtbank. Für unsere Schuld. Für alles, was wir getan haben. Ich bin mir sicher, die Erde würde heute nicht mehr sein. Die Menschheit, die würde gar nicht mehr sein, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Weil der Messias gekommen ist, ist das ganze Gericht auf ihn übergegangen. Der Vater hat alles dem Sohn übergegeben. Hat ihm alles übergeben. Ja. Nun stellt sich für uns immer auch die Frage, was ist der Herr für uns? Ist er unser Anwalt? Oder wird er einmal der Richter sein? Und ich hoffe und bete, dass er unser Anwalt ist. Und ich glaube es auch. Ich vertraue darauf, das, was hier geschrieben steht. Und auch ich selbst war als ein Schwacher bei euch. Ich war schwach. Ich bin schüchtern und zitterte vor Angst. Und weder in der Verkündigung noch im Inhalt meiner Botschaft verließ ich mich auf überzeugende Worte der Weisheit. Hier steht, was ich vorhin gesagt hatte. Ja, er zitterte vor Angst. Ja, vor welcher Angst? Er zitterte davor, dass die Menschen nicht den Herrn erkennen können. Es wird so oft gesagt, ja, man zum Beispiel, man macht eine Verfilmung jetzt von dem Hüttebuch, habe ich jetzt erst wieder gelesen. Und dann sagt man, oh, der hat es angenommen, toll und so schön. Ich denke, das geht viel tiefer. Es geht um viel mehr. Es geht nicht nur einfach darum, etwas toll zu finden. Ja, wohin denn haben sich die Leute bekehrt? Wohin bekehren sie sich denn? Der Apostel Paulus hatte Schwierigkeiten gehabt. Er hatte gezittert, er hat gebetet, er hat geweint, dass die Menschen auch wirklich das erkennen können, erfassen können. Die Errettung, die Erlösung, die in dem Messias ist. Und auch ich selbst war als ein Schwacher bei euch, schüchtern und zitterte vor Angst und weder in der Verkündigung noch im Inhalt meiner Botschaft verließ ich mich auf überzeugende Worte, Worte der Weisheit, sondern allein auf dem Erweis der Macht des Geistes, damit euer Vertrauen nicht auf menschlicher Weisheit beruht, sondern auf die Macht Gottes. Und das, ihr Lieben, darauf kommt es an. Die Macht des Geistes muss sich wirksam erweisen in dem, der zuhört.
Denn der Glaube, der kommt nicht durch irgendwelche schöne Reden, sondern der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung aus dem Worte Gottes. Ja, wo finden wir denn die Worte der Apostel? Wo finden wir denn die Worte Jesu? Hier in der Bibel. Da die Bibel. Ja, in der Bibel. Da sind die Worte Gottes. Da kommt der Glaube. Doch es gibt eine Weisheit, die wir denen verkünden, die reif genug dafür sind. Das aber ist nicht die Weisheit dieser Welt oder der Führer dieser Welt, die vergehen werden. Im Gegenteil, wir predigen eine geheime Weisheit von Gott. Eine geheime Weisheit von Gott, die bis jetzt verborgen war, die uns doch durch den nach den Ratschluss Gottes, der schon vor Beginn der Geschichte beschlossen war, Herrlichkeit bringen sollte. Keiner der Führer dieser Welt hatte sie verstanden. Nein, keiner der Führer dieser Welt hatte sie verstanden. Denn wenn sie es verstanden hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht hingerichtet. Doch, wie die Tinaf sagt, kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, und keines Menschenherz hat geahnt all die Dinge, die Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. Auch ein sehr viel zitiertes Wort, welches man zu allen möglichen Gelegenheiten hernimmt. Aber um was geht's hier? Keiner hat es gewusst. Keiner hat es erahnt. Niemand hat es gesehen. Niemand konnte es verstehen, was Gott denen bereitet haben, die ihn lieben. Was denn ihn lieben? Gott hat es angedeutet an mehrfacher Stelle im Alten Testament. Ich werde ihr Teil sein und sie werden mein Volk sein. Ja, wie denn? Wie sollte Gott denn unser Teil sein? Wie sollte ein Mächtiger, der alles überragt, der alles geschaffen hat, wie sollte der jemals unser Teil sein? Uns aber hat Gott diese Dinge offenbart. Wie? Durch den Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die tiefsten Tiefen Gottes. Denn wer kennt das Innerste eines Menschen als allein der eigene Geist des Menschen in ihm? Ja. Gott sieht ist es, der ins Herz schaut. Der in dein Herz schaut, der in mein Herz schaut. Und sonst, wer kann sonst noch hier reingucken, außer Gott, sonst noch niemand. Nun haben wir aber nicht den Geist. Ne, hier, noch weiter vor. Denn wer, genau, in ihm. So kennt auch keiner das Innerste Gottes als allein der Geist Gottes. Und das erleben kann uns zum Trost gereichen. Wenn du wirklich Offenbarung hast und das sich deckt mit der Schrift, wenn du wirklich das im Glauben hast, was hier steht in der Bibel, dann hat der Geist es offenbart. Denn der natürliche Mensch versteht das nicht. Der kann das nicht verstehen. Für ihn ist das Torheit. Da hat er keinen Zugang zu. So wie auch Jesus immer gesagt hatte zum Käfer, zum Petrus. Hat er gesagt, glückselig bist du, Simon Petrus. Nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und Jesus im Fleisch und Blut hat das mehrfach gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Aber er hat gesagt, offenbart. Das zu offenbaren, dass er der Sohn Gottes ist. Das kann nur der Geist. Der Geist des Vaters in dir, in mir, uns bewirken. Das zu offenbaren. Ja, so kennt auch keiner das Innerste Gottes als allein der Geist Gottes. Nun haben wir aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist Gottes, damit wir die Dinge verstehen, die Gott uns so reichlich gegeben hat. Damit wir die Dinge verstehen, die Gott uns so reichlich
gegeben hat. Das ist ganz wichtig, damit wir es verstehen können, weil sonst könnten wir es nicht verstehen. Das müssen wir uns einfach immer wieder auch vor Bewusstsein lassen, damit wir einfach auch geduldig sind, geduldig mit denen, die es nicht haben, damit wir einfach wirklich sagen, hey, komm, ich bleib dran. Du kannst es nicht verstehen, aber ich sage, aber ich bete weiter für dich und ich bitte für dich. Ja. Das sind die Dinge, von denen wir sprechen. Wenn wir die Redeweise vermeiden, die menschliche Weisheit uns geben würde. Also wir sollen sie sogar vermeiden. Und stattdessen eine Redeweise gebrauchen, die der Geist lehrt, durch den wir die Dinge des Geistes Menschen erklären, die den Geist haben. So steht es an einem Wort auch geschrieben, vielleicht kommt es sogar hier noch, und zwar, die aus Gott sind, hören uns, die nicht aus Gott sind, hören uns nicht. Und das ist auch der ganze Streit, wenn du dir anschaust in den Foren, in den Internetforen, auch hier bei Facebook, überall herumschaust, die ganze Streiterei ums Wort, die das nicht haben, dieses Annehmen, was drin steht. Jesus hat gesagt, die Worte, die ich rede, sind Geist und Leben. Wenn ein Mensch das nicht annehmen kann, dann hört es nicht. Aber diejenigen, die es haben, die den Geist haben, können es auch annehmen. Ob man es auch gleich verstehen, ist eine ganz andere Frage. Das ist Stückwerk. Verstehen ist Stückwerk. Der eine ist, wir sind als kleine Babys, kommen und dann werden wir auch immer größer im Herrn. Erkenntnis ist Stückwerk. Aber das Annehmen, das tiefe Ja und Amen von ganzem Herzen im Vertrauen, das muss aus dem Geist geschehen. Ja, genau. Nun empfängt der natürliche Mensch die Dinge aus dem Geist Gottes nicht. Ja. Für ihn ist es Torheit. Das ist so. Und zudem ist er unfähig, sie zu begreifen, weil sie durch den Geist beurteilt werden. Der aber den Geist hat, der kann alles beurteilen, wohingegen niemand in der Lage ist, ihn selbst zu beurteilen. Da fällt mir noch ein Wort gerade in den Sinn ein. Es wird oft hergenommen für alle möglichen Anlässe, trifft aber nur in einem Punkt eigentlich. Wird dann oft gesagt, der Wind weht, wo er will, und so ist der Geist auch. Das ist aber zu kurz gesagt, ihr Lieben. Jesus hat gesagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst wohl sein Sauseln, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso sind die Kinder des Geistes auch. Die Kinder des Geistes, das sind wir. Wir, die wir aus Wasser und Geist von neuem geboren sind. Der aber den Geist hat, der kann alles beurteilen, wohingegen niemand in der Lage ist, ihn selbst zu beurteilen. Denn woher will einer wissen, wo der Wind kommt, wohin er geht? Denn wer hat den Sinn Adonais erkannt? Wer hat ihn geraten? Wir aber haben den Sinn des Messias. Ja, das ist das ganz große Geheimnis. Den Sinn des Messias. Jeschua, des Christus, in uns drin. Wie kann es sein, dass Gott dass Gott unser Anteil wird, wenn Gott selbst durch seinen Geist in dir wohnt. Immanuel, Gott mit uns. Wenn Gott durch seinen Geist in dir ist, in mir ist, gehören wir zu ihm und wir in ihm. So.
Ich würde mich freuen, wenn ihr schön Kommentare hinterlässt. Sagt, was mir ich besser machen kann, wo ich vielleicht falsch liegen mag. Ich kann euch ja nur das sagen, wie ich hier aus der Schrift erkenne. Ich bete und bringe auch zuvor zum Herrn. Und ja, schreibt einfach, wie ihr es findet. Und so machen wir dann beim nächsten Mal, mal schauen, Kapitel 3, ist ziemlich kurz, und 4 wahrscheinlich, machen wir beide, wieder 3 und 4. Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist, im Namen des Herrn, Jeshua des Messias. Amen. Und sei Gott sei mit dir und segne dich.